Hallo, ich bin in Taiwan, in Taipei besser gesagt, 15 Stunden. China Airlines, heute A350 Business Class. Ja, freue mich drauf, lange nicht geflogen und nach Wien fliegen. Angekommen bin ich B und ich muss nach A. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das Geld ist. Ich bin immer noch im Ankunftsbereich, deswegen findet man hier keinen Lounge. Und da ist der Transfer zu A1 bis A9 und wahrscheinlich Departure-Bereich. Vienna. Da ist nicht viel mehr los hier. Das ist aber neu hier. Oh, das ist also interessant. Das ist alles neu hier, alles neu und es ist so ein bisschen, kann man das ruchig nennen? Also es ist wie so eine Kellerbar, so ist es aufgebaut hier. Hat was, muss ich sagen. Ich fühle mich gerade wie so in einem kleinen in einer Cocktailbar in Hongkong, mitten im Keller irgendwo, die es leider nicht mehr gibt. Vielleicht kennt ihr die. Also esse ich jetzt noch eine Kleinigkeit hier, trinke noch ein bisschen Wein und ja, esse meine Früchte auf. Dann habe ich also nicht viel Zeit gehabt. Aber aus 2,5 Stunden sind also nur noch eine Stunde geworden oder eigentlich nur eine halbe Stunde, weil Boarding ist jetzt. Und dann geht's los in der A350 Business Class nach Wien. Ich freue mich. Also 15 Stunden ist ungewöhnlich lang, weil wir Umwege fliegen müssen. Ist wahrscheinlich. Und einen Schlafbereich gibt es hier. Wow, guck mal. Also, zum Zumachen. So. Hey. You have to scan your passport. Hi, hello. China Airlines ist keine chinesische, sondern taiwanesische Fluggesellschaft mit Sitz in Taipei. Mit einer von 14 A350-900 fliegt sie zurzeit viermal die Woche von Taipei nach Wien. Dahin fliegen wir jetzt ja auch. Drei Klassen stehen zur Verfügung oder zur Auswahl: Economy, Premium Economy und Business Class, in der sich hier 32 Sitze in einer 1-2-1 wie Rose Herringbone Sitzanordnung befinden. Das sind jetzt hier die tollen Aerospace Super Diamond Sitze, die es auch bei vielen anderen Airlines gibt, darunter auch Air Canada. Und schaut euch diese Business Class an. Die ganze Kabine hat eine Holzoptik und ja, wirkt mega groß, weil keine Overhead Bins in der Mitte sind. Und dann noch diese tolle Tischlampe. Hat was. Dann die ganzen Compartments, also Ablagemöglichkeiten. Das sind zwei Fächer oder unter dem Monitor gibt es nochmal ein Fach und natürlich über einen, wenn man am Fenster sitzt. Und überall an jedem Sitzplatz liegen die sogenannten Amenities. Das sind verschiedene Dinge, die ihr einfach benutzen könnt oder auch mitnehmen könnt. Auf der rechten Seite an meinem Platz befindet sich eine verstellbare Armlehne. Und in dieser Armlehne befindet sich eine Flasche stilles Wasser. Die Menükarte ist ja schon zu meinem Platz gekommen.
Und ich darf auch direkt aussuchen, was ich denn essen möchte später. For the egg or for the grilled beef? The beef, ja. Yes. Das ist toll. Also, man fühlt sich hier gleich ein bisschen willkommen. Also, die Presserett kam, hat sich vorgestellt, hat sie mir sogar die Hand gegeben. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich bin in einem asiatischen Land und man gibt mir die Hand. Also, fand ich komisch. Ungewohnt. Aber da bin ich dann lieber ohne Maske unterwegs, denn das ist nämlich absolut kein Problem mehr. Und das war's erstmal. Jetzt schauen wir uns mal den Sitz etwas genauer an. Es ist nicht nur, dass er sich zu einem flachen Bett machen lässt, sondern er hat auch viele weitere Funktionen. Welcome aboard China Airlines. Auf geht's in Richtung Europa. Und da ist das erwartete Amenity-Kit, The North Face. Vielleicht kennt ihr die von einer Outdoor-Bekleidungsmarke. Könnt ihr gleichzeitig als Tasche benutzen. Und was ist das? Das machen wir gleich mal auf. Drin sind Dinge, die ihr für den gesamten Flug benötigen könntet. Also zum Beispiel Cremes, Handcreme, Lippenbalsam, aber auch Desinfektionsmittel. Und auch letztendlich Dinge zum Schlafen, wie Augenmaske und Ohrstöpsel. Ah! Also perfekt, sage ich euch. Also das ist ja mal ein Kampf, oft eine Steckdose zu finden, dass da drin bleibt und nicht gleich wieder abfällt. Lade damit jetzt mein iPhone noch schnell, damit ich euch weiter Fotos machen kann. Und habe es mir währenddessen schon ein bisschen bequem gemacht. Ablagefächer, zwei Stück hier. Eine da unten, weil du natürlich Oberhead Bins, aber Oberhead Bins gibt es nur an den Seiten. Wi-Fi available on this flight. Pick a plan to continue. Also 15 MB Light Messaging ist bei $3.25. Dann eine Stunde $11.95, $12. 3 Stunden kosten $17 und 24 Stunden $21. Ich kann auch mich über iPass und Boingo einloggen. Gucken. Ich finde, also ich weiß es hier, $22. $32 für Internet zu bezahlen, ja. Ich will jetzt nicht knausig sein oder auch nicht geizig sein, aber ich sitze ja hier in einem Premium-Produkt. Das heißt ja auch Premium Business Class und da biete ich noch nicht mal kostenloses Internet an. Das kann eigentlich nicht sein. Also der ein oder andere Airline kommt ja langsam auf die Idee, entsprechend so einen Service anzubieten, weil es ist halt wichtig. Jeder von uns nutzt Internet und das jeden Tag, jede Stunde, ziemlich häufig. Und es ist zum Standard geworden im Leben. Wenn ich also ein teures Produkt buche, dann sollte es eigentlich dabei sein. Definitiv. Kostenlos. Oh yes, please. Okay. Thank you. Das China Airlines Business Class Essen auf dem Weg nach Wien. Das gibt's heute hier zu essen. Und zwar frischer Salat, Garnelen, eine kleine Vorspeise, Brötchen, Butter und ein Champagner. Cheers. Da wäre schon mein Cappuccino für zwischendurch. Oh, der riecht aber nach Pilzen. Warum auch? Also, das ist jetzt die Pilzsuppe in der Kaffeetasse. Ja,
Das habe ich noch nie bei irgendeiner Airline gesehen. Warum nicht? Ich denke mal, man hat einfach mal seine Tassen wiederverwertet. Warum? Das ist doch gut. Oh, da ist es schon wieder. Das Steak. Bitte Cappuccino? Nein, die Suppe. Ich habe es nicht geschafft. Und das... So, ich habe mir das Steak ausgesucht, das Tenderloin Steak mit Kartoffelspalten, ein bisschen Gemüse dazu, also Zucchini, so wie ich hier, ein bisschen kleine Paprika und Mais. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Die Kartoffeln sind gut, al dente, wenn Nudeln wären. Warum fliege ich eigentlich jetzt nach Wien? Also gebucht über Air France und KLM. War relativ günstig, ich blende es euch ein. Zufällig, aber die sind ja teilweise auch dynamisch gestaltet, die Preise. Aber ja, war okay. Ich muss am 28. Februar in Berlin sein. Na, habt ihr schon gesehen, oder? Das ist der Grund. Die neuen Allegris-Sitze der Lufthansa sind vorgestellt und zum Anfassen da in Berlin gewesen. Und jetzt wahrscheinlich auch auf der ITB ebenfalls. Und was soll ich sagen? Es war ein mega Erlebnis. What was the cake? Oh, I'm more for ice cream. Ice cream is vanilla. Ich wusste es. Have you seen both? Always vanilla, yeah. Can I have both? Yes. Okay, then I'll both. Warum immer nur Vanille? Versteh es nicht. Ice cream. Guckt euch das mal an. Also, Stefan ist zufrieden. Er hat alles, was er haben möchte. Gut, die Cheese Plate. Würde ich jetzt nicht über die essen, aber warum nicht, wenn es mir angeboten wird? Das sieht so schön aus. Dear visitor, we are business afterwards. For your safety, please retain your seat. Turbulenzen anschnallen und die Cabin Crew soll also jetzt erstmal sitzen bleiben wahrscheinlich. Dann machen wir mal den Eistest. Oh, wow, wow, er ist fertig. Oh, das ist ein Keks mit einer Art Mousse obendrauf und Marmelade. Ja, was soll ich sagen? Toll bis jetzt. Und es sind immer noch 12 Stunden. Kommen wir nun zum spannenden Teil des Fluges. Ja, ich möchte auch ein bisschen schlafen. Ich kann jeden von den 32 Sitzen in ein flaches, 2 Meter langes Bett. Und die Breite ist so ungefähr 56 cm. Ich kann einstellen, was ich möchte. Dazu habe ich 3 Schnellzugriffe oder einzelne Steuerung der Elemente. Für mehr Komfort gibt es dann eine Auflage, die macht es ein bisschen weicher und ein großes weißes Kissen und nur eine leichte Decke, weil es ist warm genug. Aber eine Sache fehlt doch noch, ne? Also die Toilette. Es gibt vorne und hinten eine. Man kann das sehr gut sehen mit den Leuchtzeichen, die oben an der Decke sind. Oh mein Gott, ist das hell. Wird man gleich wieder wach? Ja, das ist also eine von den 3 Toiletten. 2 im hinteren Bereich der Business Class. Eigentlich ist es fast schon mit der Economy zu teil, weil ich kann ja kaum nach hinten. Ich glaube schon. Und eine ist ganz vorne. Entspannte Musik auf der Toilette. China Airlines. Becherchen. Tücher. Gesichtswasser. Und einmal Handcreme. Hier ist das gleiche Marke. Die Seife. Und dann nochmal die anderen Tücher. Das ist dann das Lager. Das ist nicht für mich gedacht. Und der Wickeltisch. Das war's. Das ist in der Toilette bei China Airlines anzufinden. Ja, platzmäßig geht's ja auch. Sag mal, ich bin neuerdings mit auf dem Kriegsfuß. Ja, geht doch. Ach, die möchte nicht gefilmt werden. Na gut. Siehst du, auf einmal geht's. Das ist ja wie so ein kleines Wohnzimmer hier, oder? Also ich habe ja diese kleine Lampe da, die kann ich auch noch wieder heller machen. Machen. Dann, aber jetzt blendet sie euch wahrscheinlich. Und hier ist also mein Schreibtisch oder auch mein Büro und auch mein Esszimmer. Also alles in einem. Seiner eigenen
3 Quadratmeter. Ach, das sind schon 2 Quadratmeter vielleicht. Es gibt sie immer noch ganz viele kleine Snacks. Da in der Galley zwischen der Premium Economy und der Business Class. Da gibt es so alles Mögliche. Kleine Cracker, getrocknete Früchte, Backpacken, Kekse. Also, wird schon gut versorgt. Als hätte ich noch nicht genug gegessen, gibt es jetzt noch mal was zu essen. Zum Abschluss das Frühstück, aber ich habe diesmal das Western Set Menü genommen, weil ich nicht so gerne das Chinese Frühstück mag. Mögt ihr das? Ich blende euch mal ein Bild ein. Dann war's das. Dann würde ich sagen, ich esse es noch schnell auf und wir landen gleich in Wien. In the morning. The waiter is Martin Cross, prepare our arrival. Thank you. Dann nutze ich die Zeit während der wunderschönen Landung, guckt mal währenddessen schön raus, um das Fazit zu nennen. Bevor ich jetzt aber eine Bewertung abgebe, schaut am besten auf unsere Website. Dort haben wir tatsächlich eine Bewertung für Sitz, Privatsphäre, Essen und Service. Aber so viel vorweg, der Sitz war 1A, war wirklich gut, war bequem, geräumig und ruhig. Allerdings die letzte Reihe war meine schlechte Wahl. Also für euch würde ich sagen, geht weiter nach vorne, weil dort hinten ist es etwas lauter als Mitte oder ganz vorne, wegen Galley und Toilette. Welcome to Vienna. Thema Essen oder Catering, es war teils wirklich gut. Schmeckt ein wenig fischig. Oder ist noch mehr Fisch dabei? Das ist ja klar. Den Geschmack kriege ich so schnell wieder raus. Teils war es mir zu fischig und das habt ihr gerade gesehen. Das war jetzt nicht so mein Geschmack, aber das ist Geschmackssache. Dominik würde wahrscheinlich sagen, oh, super lecker. Deswegen gebe ich da jetzt keine negative Bewertung. Alles andere hat nämlich sehr gut gepasst. Besonders toll war der Service. Die Damen haben sich sehr gut um mich gekümmert. Auch wenn ich teilweise etwas langsam war mit dem Essen. Ihr wisst das ja, Fotos machen, Videos machen und so weiter, war das Essen kalt und die Dame war 10-mal schon da und ich war immer noch nicht fertig. Sie rennt aber auch auf dir vorbei. Viel zu langsam, ich weiß. Kommt sie vorbei und will alles wieder abräumen. Das müssen wir schnell die Suppe aufessen, dann kannst du es abräumen. Also, sie hatten Geduld mit mir und ich habe mich sehr gefreut, dass ich die Möglichkeit hatte, dort so schön zu filmen für euch. Ja, das war's. Die Landung ist gleich durch und vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video. Bye-bye. Thank you. So, jetzt könnt ihr auch mal sehen, was ich esse. Ach, jetzt habe ich vergessen, Foto zu machen. Das ist blöd. Ach, egal.